Was beim letzten Mal geschah. Wir wurden eingesperrt durch einen Felsfall in einer alten Zwergenstadt, getrennt von unserem Heiler, der draußen umherirrt und uns sucht. Wir daraufhin sind weiter vorgedrungen ins Innere der Stadt, die den Namen, wie wir später herausfanden, Bargosch heißt. Ich hoffe, es ist richtig. Grammatikalisch vielleicht nicht, aber der Rest ist schon okay. Sei leise, ja? Einbrechen, ja, schön und gut. Egal. Weiter geht's. Wir haben daraufhin einen langen Gang gefunden, dem wir gefolgt sind. Da haben wir ganz viele Bilder von alten Zwergen gefunden. Oder so Stein, also zwergische Bilder halt, ne? Steinsäulen mit da schon drauf. Und so in die Wand und so. Dann haben wir ein Wachhaus gefunden, wo wir ein paar Leute beerdigt haben, die wir gefunden haben. Es waren dann doch mehr, als wir erwartet hatten. Wir haben mit einem gerechnet und dann waren es irgendwie 2 Dutzend oder so. Dann sind wir weitergegangen, haben eine Stadt. Ich glaube, dann kamen wir erst in Bargosch an, wirklich. Das davor war mehr so eine Handelsstraße oder einfach Dekadenz. Das Torhaus. Das Torhaus, genau. Einfach Dekadenz. Ein einfach dekadentes Torhaus. Ja, und diese Stadt war auch komplett leer. Ich glaube, wir haben noch einen, also ich würde es nicht geplündert nennen, aber wir haben einen Gasthof besucht und alles mitgenommen, was wir gebrauchen konnten. Zählt das als Plündern? Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir einen Wachturm gefunden, da sind wir drauf. Und haben auf jeden Fall noch irgendwie Geräusche in der Dunkelheit gehört. Und ich habe noch einen Begriff hier aufgeschrieben. Do Angrasch. Und das ist wohl irgendein heiliger Ort, den man nur im Notfall besuchen darf. Unglaublich, großartig, lyrisch, perfekt zusammengefasst. Ungefähr so. Vorrag out. Wo bleibt dein Mic Drop? Entschuldigung. Ja. Genau, ihr steht also immer noch in einer unglaublich großen Höhle. Ich muss ganz kurz die Karte entfalten. Eine Sache vorweg noch. Es könnte sein, dass ich häufiger mal daneben greife, weil ich dieses Monstrum, ich bereue es auch gerade, ehrlich gesagt, draufgeschraubt habe. Es kann sein, dass ich das irgendwann mal in der Pause abnehme, aber ja. Genau, ihr habt euren Weg nach Bargosch geschafft. Wie ihr ja von lustigen Einheimischen in einem kleinen Dorf am Rande des Windhaggebirges erfahren habt, ist das eine Ruine einer alten Zwergenstadt, die scheinbar nicht mehr bewohnt ist. Allerdings ist das letzte Mal noch ein bisschen mehr passiert, denn ihr habt wahrscheinlich rausgefunden, kann sich da noch irgendwer dran erinnern eigentlich? Vielleicht? Dass die Stadt angegriffen wurde von etwas ziemlich Großem, das die Tore zerschmettert hat. Genau, ihr hattet nämlich aber im Chat wird es schon gesagt. Im Chat wird es schon gesagt. Wir haben Runen gefunden, die wir nicht lesen konnten. Runen gefunden, die ihr nicht lesen konntet. Und tatsächlich noch eine weitere Sache, die euch leicht verunsichert hat. Das, du meinst die Fackel? Du meinst die Fackel. Die, also lasst, die Sachen, die wir in der Taverne gefunden haben. Genau. Die noch gar nicht mal so alt sind. Genau. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Okay, kannst du nicht mehr, aber das ist... Bini, du hast die ganzen Blümchen vergessen und die netten Leute, die uns alle helfen wollten und total nett waren. Die waren auch noch alle da. Stimmt, unsere Armee! Ihr hattet euch zu guter Letzt, wenn ich mich gerade nicht komplett falsch erinnere, tatsächlich zur Nachtruhe begeben, oder? Standen wir nicht auf dem Wachturm? Ja, ihr wart schon wesentlich weiter. Großartig. Ich habe einfach aufgehört irgendwann, weil ich an anderen Sachen weiterarbeiten musste, aufgehört zu notieren. Deswegen. Und ihr hattet gerade das Hallo? Das letzte, was ihr natürlich gehört hattet, war ein unglaublich seltsames Geräusch. Kannst du es uns noch mal geben? Nö. Genauso wie die Welt auch nicht Sache 2 abspielt für dich. Entschuldigung, ich habe das gerade nicht so ganz mitbekommen. Wie war das? Ihr steht immer noch mitten in Bargosch. Rechts neben euch, oder ihr wart ja alle so ein bisschen auf der Straße
und hattet euch entschieden dazu, was eigentlich zu tun. Gar nichts. Ich finde hier irgendwann nochmal was. Ich suche die ganze Zeit schon nach irgendwelchen Kräutern oder Pilzen. In dieser Umgebung muss es doch irgendwas geben, aber hier wächst der gleiche Unfug wie draußen auf einer normalen Wiese. Was ist das? Ich glaube kaum, dass hier das gleiche wächst wie oben auf einer Wiese. Ja, guck's doch an. Da ist Gras und da ist ein bisschen Efeu. Ich mal Pilze. Vielleicht solltest du dann einmal in einem der Häuser schauen. Doch, in eins der Häuser. Wo es etwas feuchter ist, vielleicht. Ihr hattet, ich meine, ich kenne mich nicht mit Pilzen aus, aber... Ihr hattet tatsächlich übrigens auch von dem Turm aus einen weiteren Ausgang gesehen. Vielleicht nur so. Waren das nicht sogar mehrere Tore, die wir gesehen haben? Mhm. Drei oder drei? Ja, ja. Einer war auf jeden Fall entgegengesetzt von dem, wo wir reingekommen sind. So viel ist auch auf jeden Fall schon mal richtig. Und genau da geht Barsch hin. Und genau da läuft Barsch hin. Wenn du da versuchst hinzulaufen, vom Turm aus war das auch ziemlich eindeutig, musst du dich wirklich auf den Weg machen. Du läufst also immer noch durch diese Höhle durch und du rechnest damit, dass du mehrere Minuten unterwegs sein wirst, um zu diesem Durchgang zu kommen. Übrigens gab es links und rechts von dir, also du schautest ja genau quasi auf der Stirnseite entgegen der ganzen Höhle. Ihr seid also hinter euch reingekommen und hast genau gerade ausgeguckt. Und rechts und links von dir hattest du auch nochmal größere, falls du das auf dem Turm warst. Entschuldigung, ist ein bisschen her. Ich war das auf dem Turm, ja. aber jedenfalls konntet ihr da auf jeden Fall rechts und links von euch auch noch Ausgänge sehen. Ja, aber wir wollen ja tiefer in den Berg. Also machen die anderen überhaupt keinen Sinn. Okay. Dann seht ihr beide, wie Barsch sich anschickt, loszulaufen. Barsch, wohin geht's denn schon wieder? Alter, hier ist schließlich nur Gras und Efeu und keine Pilze. Und finden wir wahrscheinlich wenig und... Ja, klingt vernünftig. Und tiefer drin sind meistens auch die größeren Schätze versteckt. Na dann. Du glaubst wirklich, dass du hier noch Schätze findest? Ich meine, das Gasthaus an sich sah schon gut geplündert aus. Es ist eine Zwergenstadt. Eine eroberte Zwergenstadt. Ja, aber es gibt Geheimnisse, die finden nur Zwergen mit ihrer Nase. Genau. Wirst du noch irgendwann lernen. Nun gut, dann geh voran. Das heißt, ihr macht euch auf den Weg? Ja. Thorak, du hast deinen Plan aufgegeben. Hast dich einfach so überstimmen lassen, oder was? Ja. Die Argumente waren gut. Das ging schnell? Und okay. Nur for the record, ich habe wie immer keine Fackel an. Also nur, dass wir jetzt nicht gleich alle im Dunkeln rumlaufen und keiner merkt es. Es ist der Tag. Es kam ja Licht von oben. Okay, ich habe kein Licht dabei. Nee, brauchen wir auch nicht, weil es ist ja... Es ist zwar nicht ultra, super, mega, hyper hell, aber so, wenn ich das recht in Erinnerung hatte, war es eine Dämmerungshelligkeit und jeder kann in der Dämmerung sehen von uns. Sogar ein bisschen mehr als das. Also, ihr habt festgestellt, dass es halt eben weit über euch oben in der Decke dieser Höhle Schächte gibt, die eben dafür sorgen, dass Licht reinfällt. Das heißt, die Zwerge, die hier gewohnt haben, haben wirklich einmal durch den kompletten Berg durch Schächte gebaut, um eben wahrscheinlich erstens die Luft ein bisschen am Zirkulieren zu halten und halt eben, um das Licht auch abzufangen. Das heißt, ihr lauft durch diese verlassene Stadt und links und rechts von euch seht ihr überall zerstörte
Überall zerstörte Häuser und Türen. Auf dem Boden und auf dem Boden liegen überall Holzüberreste herum. Die meisten sind so morsch, dass sie sofort zerfallen, wenn ihr zu nahe kommt. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Ja. Ja. Entschuldigung, sie haben die Sounds nicht gehört. Ihr kommt vor allem auch an einem größeren oder mehreren größeren Häusern vorbei, die recht offiziell wirken. Als ihr so ungefähr die Mitte dieser Höhle passiert habt, steht ihr auf einem recht großen, kreisrunden Platz, in dessen Mitte eine Statue euch aus ewig steinernen Augen entgegenguckt. Es handelt sich hier scheinbar um einen wichtigen Zwerg. Es ist so ein sehr stämmiger alter Zwerg mit seinem langen, geflochtenen Bart, der ihn zwischen die Beine fällt. Und der eine unglaublich große Axt in der Hand hält. Ja, und ich, wenn es laut genug oder zu leise ist, dann könnt ihr Bescheid sagen. Und ihr seht, dass rechts und links von diesem Platz die ersten Häuser scheinbar so etwas wie das Rathaus sein sollte, denn das sind sehr, sehr prachtvolle Häuser. Die sind viereckig und sie sehen ein bisschen aus wie kleine Festungen und sind unglaublich verwinkelt und haben mehrere Türme und das linke Haus hat sogar so einen kleinen Wetterhahn drauf. Nur, dass es eine quietschende Spitzhacke ist, die sich im Wind, der eben aus diesen großen Schächten herunterfegt, tatsächlich ein bisschen bewegt. Ihr lauft immer weiter, passiert immer mehr Häuser und kommt schlussendlich am Tor auch raus, was vom Turm aus auch schon zu sehen war und was ihr möglicherweise auch tatsächlich schon von eben der anderen Seite kennt, denn auch dieses Tor ist sehr groß, unglaublich stattlich gebaut worden und auch dieses Tor ist wie das letzte Tor vollständig zerstört. Als hätte irgendwas mit großer Kraft versucht, dieses Tor aufzubrechen und als wäre es dem etwas auch mit großer Leichtigkeit gelungen. Links und rechts vom Tor und auch auf dem kleinen Platz, den es hier vor dem Tor gibt, liegen abermals einige Skelette mit unterschiedlichsten Rüstungen, die schon alt und verrostet sind, herum. Aber hier meint ihr auch sehr schnell zu sehen, dass es andere Skelette gibt, die wesentlich größer sind. In der Mitte des kleinen Platzes steht abermals eine Statue. Es handelt sich hier um einen anderen Zwergen, der sich auf seinen großen Kriegshammer gestützt ein bisschen zu euch rüber zu lehnen scheint. Und als ihr ihn umrundet habt, der ist ziemlich breit, als ihr ihn umrundet habt, stellt ihr fest, dass genau hinter dem, hinter der Statue, also im Schatten der Statue, ein unglaublich merkwürdiges Skelett liegt. Es ist sehr groß, es ist ungefähr, es hat so eine, also es scheint ein Brustkorb zu sein und der ist ungefähr so anderthalb Meter groß, anderthalb Meter hoch. Und allerdings zerbrochen und zur Hälfte auch schon komplett zerfallen. Und die Hälfte, die ihr seht, ist auch schon recht, recht alt. Also scheint vor langer, langer Zeit gestorben zu sein. Es ist jedoch trotzdem ein Skelett, was ihr nicht zuordnen könnt. Vor euch erstreckt sich übrigens wieder genauso wie schon vorher ein unheimlich breiter und dunkler Tunnel. Und die Skelette, die wir da gefunden haben, die anderen, die waren alle humanoid. Ja. Berge. Ja. Der hat mir geklärt. Wollt ihr einfach durchlaufen?
in den Tunnel? Oder? Nee. Seht ihr, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Was auch immer hier mal reingekommen ist, ist auch schon lange tot. Bist du dir da sicher? Barsch tritt so ein paar Mal gegen das Skelett. Ziemlich sicher. Das sieht nicht so aus, als wäre das allein dafür verantwortlich. Ich würde gerne ein paar von den Rippen dieses großen Skeletts mitnehmen. Das wird recht schwierig, denn sobald du das Skelett anfasst, fängt es schon an zu bröckeln. Dann nehme ich die Brocken mit. Das kannst du gerne tun. Wundervoll. Wundervoll. Also, hier verweilen brauchen wir nicht. Wir können weitergehen. Hier scheint ja nichts zu sein. Ich weiß ja nicht, wie das hier dabei bin. Ich irgendwie die Einzige, die ein kleines, mulmiges Gefühl hat, in diesen dunklen Tunnel zu gehen. Ach. Ja? Macht euch keine Sorgen vor den lauten Geräuschen. Das ist normal. Zwergenhallen wirken sehr einschüchternd auf Nicht-Zwerge. Oh, eingeschüchtert bin ich auf jeden Fall. Ja, dann scheint es zu funktionieren. Ich weiß ja wirklich nicht, wie ihr das seht, aber das klingt nicht ganz natürlich. Ach. Einfach mir nach. Angoroshim. Angoroshim. Wir ziehen die Berge. Barsch, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, laut singend hier durchzugehen. Tatsächlich hörst du dein Echo, das in den dunklen Tunnel hineinfällt. Und übrigens nicht wieder zurückkommt, sondern in der Schwärze verschwindet. Siehst du? Keine gute Idee. Ich möchte darauf hinweisen, dass es Barsch tatsächlich die Sprache verschlagen hat. Entschuldigung. er läuft weiter, er kriegt ja jetzt Unterstützung. Es klingt ja jetzt so, als würden gerade 5000 Zwerge im Echo marschieren. Ach du meine Güte, du singst weiter. Ja, selbstverständlich. Und ich summe hinter ihm. Okay. Angoroshim. Ja, ruf ihn an. Ich schlender hinterher mit etwas Abstand und mache mir eine Fackel an, weil Barsch ja eigentlich laut singend in einen komplett schwarzen Tunnel rennt. Singend. Also mache ich mir erstmal eine Fackel an. Deswegen, logisch. Und ich würde gerne darauf achten, dass ich glaube, ich kann besser im Dunkeln gucken als Barsch und deswegen würde ich darauf achten, etwas stärker noch, dass nicht plötzlich ein Loch vor uns auf dem Boden ist oder so. Ah, okay. Das ist sehr nobel von dir. Gesichtswürfel? Nö. Ehrlich gesagt nicht, nee. Es tut mir leid. Ihr fangt also an, diesen Tunnel zu beschreiten und auch hier ist es wieder ein bisschen schwierig, das ganze Tunnel zu nennen, denn schon wie eingangs gesehen, handelt es sich hier wieder um eine breite Prunkstraße, auf der sich, wie ich ja schon mal erwähnte, auf der sich ganze Zwergenheere wahrscheinlich recht verloren vorgekommen hätten. So breit ist dieser Tunnel. Und während ihr in der Mitte übrigens, mittig, oder lauft ihr lieber ein bisschen am Rand, oder? Mitte. Mhm. Okay, während ihr durch die Mitte durchschreitet, könnt ihr lediglich links und rechts immer mal wieder aus den Schatten huschende Säulen erkennen, die hier scheinbar so alle 5 Schritt dafür sorgen sollen, dass nicht irgendwann die Decke auf euch runterkracht. Mittlerweile habt ihr schon, also Rowena, die einzige bist, die momentan nicht laut schreiend durch die Gegend läuft, hast du den Eindruck, dass leise die Echos zurückkommen? Also, dass ihr euch möglicherweise einer weiteren Höhle nähert?
Arsch. Hast du Arsch? Hast du Arsch gesagt oder Barsch? Barsch. Ah, okay. Hast du was gesagt? Ja. Sei mal ruhig. Ich glaube, wir kommen in eine nächste, in eine neue Höhle. Und ich möchte ungern quasi mit der Tür ins Haus fallen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber wenn dort andere Zwerge noch sind, werden sie sich ja freuen. Vielleicht ist aber noch etwas anderes hier. Diese Zwerge haben sich vor diesem anderen versteckt und du lockst es an. Du hast das Skelett doch selbst gesehen. Das habe ich. Aber was ist, wenn dieses Skelett nicht das einzige war? Hast du vielleicht darum auch schon mal nachgedacht und dabei fuchtel ich so ein bisschen mit meiner Fackel rum? Was hat das jetzt mit Feuer zu tun? Das ist um einen Standpunkt etwas zu... Guck mich etwas beklemmt um. Ihr lauft und es ist sehr schwer zu sehen, auf einen Ausgang zu. Und aus diesem Ausgang hört ihr merkwürdige hölzerne Geräusche. Und Thorak, der du ganz vorne stehst und extra nachschaust, ob es irgendwo Löcher gibt, du passierst diesen wirklich großen Torbogen und siehst vor dir auf einmal eine dreieckige Höhle. Über dir kannst du eine Kuppel ausmachen, die das Licht unglaublich reflektiert, und als Barsch auch durch den Torbogen eintritt, vervielfältigt sich das Licht der Fackel auf einmal und erleuchtet den kompletten Raum. Und ihr steht, wie schon gesagt, in einer wirklich großen dreieckigen Höhle. In der Mitte, genau vor euch, könnt ihr eine, in der Dunkelheit eine riesige Statue ausmachen. Und aber genau vor euch vor allem ein hölzernes Gerüst. Es scheint also fast so zu sein, dass das hier gebaut werden sollte, nicht wirklich fertig geworden ist. Und stattdessen so ein unglaublich windschiefes, hölzernes Gerüst dafür hier reingebaut wurde. Obwohl es nicht fertig ist, verschlägt das nun tatsächlich Barsch. Ach, er hat mitten im Raum stehen, schaut sich um. Ist beeindruckt. Eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll. Aber wo kommen jetzt die Geräusche her? Du hast schon den Eindruck, dass eben diese hölzernen Konstruktionen, die hier gebaut wurden, recht immens sind. Wenn du also dich quasi an das Ende der steinernen Straße stellst, die so einen kleinen Balkon in diese Höhle hinein bildet. Von da aus, wie gesagt, läuft dann dieses hölzerne Gerüst los, dass eben diese alten Balken, die scheinbar bis ganz hinunter auf den Boden der Höhle laufen, eben einfach mittlerweile knarren. Und ja, das ist das, was du hörst. Ich hoffe, das fällt nicht irgendwie zusammen oder so. Ach, haben schließlich unsere Vorfahren gebaut. Und überleg mal, wie lange das hier schon steht und hält. Warum sollte es ausgerechnet jetzt, also genau jetzt zusammenfallen? Ich gucke Barsch an. Also ich gucke ihn einfach nur an mit so einem, kannst du dir das nicht denken, Blick. Wir sollten weitergehen. Aber wo lang? Geht es geradeaus weiter, Bini? Naja, ihr müsst, um das herauszufinden, müsst ihr tatsächlich einmal
vermutet ihr, weil das der einzige Weg momentan ist. Entweder kommt er zurücklaufen und die anderen beiden Gänge, die ihr gefunden hattet, ausprobieren oder aber dem Holzgerüst folgen und entweder nach links oder nach rechts laufen. Ihr könnt momentan, auch wenn das Licht tatsächlich vervielfältigt wird von der Kuppel über euch, die übrigens aus so einem polierten Metall zu sein scheint, sie ist nicht ganz so gut zu sehen, auch wenn eben, wie gesagt, das Licht hundertfach durch diese Höhle geworfen wird, ist diese Höhle so groß und so immens, dass ihr gerade nicht ausmachen könnt, ob es geradezu weitergeht. Okay, Barscha. Ja. Es geht links und es geht rechts. Eine alte Weisheit aus unserem Völkchen sagt ja, wenn du meinst, dass rechts es richtig ist, dann gehe nach links. Damit geht Barsch nach links. Okay. Ich gucke zu Thorak. Keine random. Wir warten, bis er drüben ist und gehen dann hinterher, weil wenn das ihn hält, dann hält es uns auch. Und wenn es ihn nicht hält, hat er eine Rüstung an. Aber Thorak, die Rüstung hilft ihm dabei doch gar nicht. Hä, warum nicht? Naja, Rüstung hilft gegen Schwerkraft nicht. Ja, aber gegen den Sturz. Sie polstert ihn doch nicht. Sie macht ihn nur schwerer. Gewicht ist egal, alle Dinge fallen nach unten. Okay. War da gerade eine Stimme? Nee, das war ich. Hi. Okay. Naja, es war eine Stimme. Ich dachte für einen Moment, dass ich im Hintergrund so ganz leise während des Knarzens eine Stimme gehört habe. Nee. Keine Sorge. Wunderbar, ich wäre schon paranoid. Rowena, warum guckst du so ängstlich? Ach, die Geräusche sind etwas überwältigend. Ich müsste ja schon ein paar Meter weiter sein. Kurze Frage. Ist Barsch jetzt schon auf dem Gerüst? Ja, er läuft gerade los. Er läuft gerade los. Nicht, dass ich diese Geräusche jetzt höre, ohne dass er auf dem Gerüst ist. Nein, er läuft gerade los auf diesem... Auf dem Gerüst und du merkst richtig, wie unter dir das Holz anfängt zu arbeiten. Und du läufst ungefähr so 10 Schritte in den Raum hinein. Nach links oder nach rechts, by the way? Nach links. Volksweisheit. Entschuldigung. Logisch. Läufst du so nach links hinein und merkst halt so nach 10, 12 Schritten, wie sich so ein landsleiser Gedanke aus der ewigen Dunkelheit, aus deinem Gehirn so versucht, so vorsichtig und freundlich wie möglich nach vorne zu arbeiten. Und es umläuft so einige Hindernisse, größere Berge, die Barsch ist der größte heißen und schafft es irgendwann auf der Reise in deine Nähe zu kommen und dann hörst du eine leise Stimme, wenn schon da vorne die ganzen Rüstungen komplett zerbröselt sind, was ist dann eigentlich mit dem Heu? Und dann stellst du fest, dass die Stimme dir genau das gerade sagen möchte. Ihr seid also an Metall vorbeigekommen und an Knochen, die komplett auseinandergefallen waren. Und hier stehst du gerade auf so einem unglaublich knackenden, windschiefen, Ich möchte Folgendes anmerken. Die Rüstungen der Zwerge waren noch ganz. Die waren nicht kaputt. Ach, stimmt. Diese Konstruktion wurde von Zwergen gebaut. Also mache ich mir überhaupt keine Sorgen und ignoriere diese Stimme in meinem Kopf. Okay. Aber es ist trotzdem Holz und kein Eisen. Es ist Zwergenholz. Das findet man auch unter Erde. Du läufst in die Dunkelheit hinein. Hast du eigentlich eine Fackel dabei? Nö. Die hab ja immer noch. Faszinierenderweise wird es sehr dunkel. Du entfernst dich immer weiter von deinen Compadres. Das ist es ja. Ich würde ihn irgendwann mal merken, wenn es dunkel wird. Umdrehen. Kommt ihr nicht mit? Rowena! Thorak!
Ach, ich. Wir sollten nacheinander gehen, um die Konstruktion zu würdigen. Schließlich steht sie immer noch. Das und wenn wir alle, hier. Ja, aber wenn wir alle gleichzeitig gehen, dann würden wir ihr nicht den würdigen Respekt erweisen. Außerdem so wie man sich nicht gleichzeitig vor einem König verbeugt, sondern nacheinander. Genau. Außerdem ist das zwergische Dunkelheit. Bar springt zweimal hoch. Das hält! Wow, das Sound war gut. Ihr hört ein bisschen weiter entfernt, wie so überall so Dreck runterfällt und so kleine Steine sehr lange und sehr breite Echos erzeugen, während sie unten auf dem Boden zerschellen. Na gut, ich tapper mal hinterher. Ich gucke Thorak für einen Moment komplett entgeistert nach. Ich drehe mich nochmal kurz um. Den letzten beißen die Hunde. Nein, hab ich nur bekommen, dass und, ich mir hier vor Hunden. Und laufe zu, laufst du zu Barsch. Und läufst du Barsch, wow. Ich habe übrigens auch keine Fackel, Barsch, also. Aber ich glaube, du kannst besser sehen als er. Also, Barsch wartet noch an der Stelle und wartet darauf, dass Rowena endlich mit der Fackel kommt. Achso. Ich folge. Langsam, vorsichtig, halt darauf bedacht, nicht wirklich auf irgendwelche Stellen zu treten, die mir irgendwie falsch vorkommen. Ich find's gut. Das ist übrigens unser Todessong, nur damit ihr Bescheid wisst. Du trittst langsam auf diese Holzkonstruktion und du hörst sofort, dass diese Holzkonstruktion sich gerade wirklich über deine Anwesenheit ärgert. Unter dir fängt so ein richtig lautes Knarren an. Das ist unglaublich tiefes und einmal scheinbar durch den kompletten Raum durchläuft. Wie tief ist das eigentlich? Du kannst dich zum Ende der Holzkonstruktion begeben und mal runterschauen. Ja, ich möchte mal über den Rand gucken. Faszinierend. Du lehnst dich über den Rand und stößt außersehen mit deinem Fuß so einen kleinen Stein nach unten. Und dieser Stein, wie du feststellen musst, braucht wirklich eine Weile, bis er unten ist. Und du stellst fest, du kannst den Boden nicht sehen. Ich halte das für keine gute Idee. Da jetzt ja wieder Licht kommt, geht Barsch weiter. Ihr lauft also nach links und ihr lauft geradeaus, bis ihr an einer Ecke ankommt. Und in dieser Ecke müsst ihr quasi kehrt machen und wie gesagt, diesem Dreieck folgen. Und ihr habt jetzt neben euch durchgehend eine kleine, auf ungefähr Handhöhe für die Zwerge, eine Rille. Handgriff! Wahrscheinlich. Und so tapert ihr weiter. Rowena, du hast mittlerweile den Eindruck, dass deine Füße nicht mehr ganz wollen. Und du hörst vor allem auch, wie kleinere Holzstücken mittlerweile nach unten fallen. Und das Knarren wird lauter und aggressiver. Und irgendwie auch ein bisschen noch saurer als vorher. Übrigens, in der Mitte habt ihr den Eindruck, dass es sich tatsächlich nicht um eine Statue handelt, sondern eher um eine riesige Feuerschale, die scheinbar dann für die Beleuchtung dieses Ortes zuständig war. War oder sein sollte? Weil in der Mitte wurde ja was gebaut wegen des Gerüstes. Sein sollte, also genau. Der Ort okay. Ist scheinbar nicht fertig gebaut, aber wenn, dann soll das wohl das Herzstück dieses Ortes sein. Thorak, Barsch, genau vor dir siehst du, dass so ein Holzstück fehlt. Es ist aber nicht breit, also es ist gerade mal so breit. Das heißt, du kannst recht locker rüberspringen. Vor allem jetzt mit dem Griff. Warte kurz, lass mich mal kurz jemanden fragen.
Hier ist ein Loch. Aber ja, ich weiß, was wir da tun können. Arsch geht 3 Schritte zurück, nimmt Anlauf und springt dann drüber. What? Mit einem richtig lauten, also ihr hört das, bevor irgendwer von euch irgendwie reagieren können, seht ihr nur Barsch und wie er lossprintet und drüben landet. Aber faszinierenderweise, es hält. Es ist also scheinbar doch besser gebaut, als ihr gedacht habt. Gut gemacht, Barsch. Berge 1, alle anderen 0. Ich würde einfach einen großen Schritt darüber machen. Das, okay, das wesentlich bessere. Ja, faszinierenderweise funktioniert das. ganz zu deiner großen Verwirrung kannst du mit einem großen Schritt einfach so rüberschreiten. Ja, und wenn Torak das schafft, dann schaffe ich das ja wohl erst recht. Und auch dir ist es glücklicherweise möglich, rüberzukommen. Barsch, du siehst genau vor dir einen Ausgang. Der ist übrigens genau gegenüber von dem Eingang, den ihr gerade benutzt habt. Also, ne, wie gesagt, das ist ein Dreieck und ihr seid jetzt dem links im Dreieck gefolgt. Ihr seid ansonsten allerdings nicht an irgendwelchen Türen vorbeigekommen. Und vor dir scheint mal wieder ein langer, dunkler Stollen zu liegen, der jetzt abwärts führt. Weißt du, was ich mir denke, Barsch? Was denn? Ich glaube, wenn alle Menschen so sind wie sie, dann finden wir vielleicht hier etwas, was noch nicht geplündert wurde, weil sich niemand hierher getraut hat. Richtig. Weil Menschen haben halt Angst und nun lass uns mal wieder auf den guten alten Steinboden gehen. Ich schüttel nur den Kopf. Und lass... Was immer ihr sagt. Vor euch trotzdem liegt, wie gesagt, ein weiterer Stollen, der eben jetzt mittlerweile abwärts läuft. Und das nicht zu knapp, weswegen die sehr schlauen Zwerge vor euch, die diesen Ort erbaut haben, daran gedacht haben, Stufen einzubauen. Das heißt, vor euch liegt eine Treppe. Die. Warum müssen die denn runtergehen? Mit dem Stufenmaß für Zwerge. Es wäre unnormal, wenn sie hinaufgehen würden. Schließlich gehen wir tiefer in den Berg hinein, Rowena. Und der Berg ist ja nach Papa oben hin irgendwann zu Ende. Der hat auch mal gesagt, es würde da draußen gehen. Ich gucke noch mal zurück. So einen kurzen Moment spiele ich mit dem Gedanken, einfach wieder zurückzugehen. Aber dann fällt mir ein, worüber ich da gehen muss und... Dann geht vor. Und ich gehe vor. Vor euch liegt ein Gang. Oh Gott, jetzt müssen wir langsam wieder ein bisschen reinkommen hier. Vor euch liegt ein Gang und dieser scheint allerdings nicht ganz so lang zu sein wie der letzte. Und schon nach kürzestem Laufen kommt ihr an. In einer weiteren großen Halle. Die ist allerdings diesmal nicht voller Häuser. Es scheint also keine Stadt zu sein, sondern hier scheint wirklich damals eben abgebaut zu sein. Das heißt, ihr lauft ein Stück weit in die Halle hinein und dann seht ihr vor euch, dass auf einmal es wirklich steil bergab geht. Weil hier früher mal irgendetwas abgebaut wurde. Ihr seid also quasi im Steinbruch in den Erzminen oder was auch immer sonst hier abgebaut wurde, angekommen. Nichtsdestotrotz habt ihr rechts und links einen sehr breiten Weg, also eine Straße, die in der Mitte 4 Rillen hat, die scheinbar also so weit auseinander sind, sodass früher mal Karren dort eben langgeschoben werden konnten.
ja, dass die vier Rillen trotzdem in die, auf die Straße passen und ihr dort trotzdem noch gut drauf laufen könnt. Vier Rillen? Vier Rillen. Ja, zwei links und zwei rechts. So dass zwei Karren aneinander vorbeikommen. Ah. Nicht schlecht. Ist eine zweispurige Straße. Sag mal, Thorak, Barsch, ja. Wisst ihr, was hier abgebaut wurde? Ich meine, das sieht ziemlich heftig aus und... In erster Linie eine der wichtigsten Rohstoffe einer Zwergenstadt. Bini, kann man sehen, was da abgebaut wurde? Ich möchte das intelligent machen. Ehrlich gesagt nicht, nee. Okay, dann warte kurz. Hätte ja sein können, dass an den Rändern oder so noch irgendwas zu sehen ist. Hier wurde definitiv Stein mit Eisenerz abgebaut. Was kannst du an den Verfärbungen hier am Rand sehen? Sind da irgendwelche Verfärbungen? Ja. Wirklich? Das klingt ja interessant. Alle würfeln einmal. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Es ist wirklich... guck genau hin. Du weißt, ja, ob du jemals wieder sowas sehen wirst. Fantastisch. Sehr beeindruckend. Wirklich sehr beeindruckend. Irgendwann gehen wir zusammen nochmal ins Amboss-Gebirge. Das musst du gesehen haben. Ja, klingt spannend. Aber weiter kommen wir hier nicht. Das Wieso? Stimmt nicht. Es gibt links und rechts von euch große Wege, große Straßen, die ihr entlang laufen könntet. Aber wollen wir das auch? Nach alter Zwergenweisheit. Und Barsch geht nach links. Und das Sehr Meme gut. wurde geboren. Barsch geht nach links. Okay. Okay. Ich gucke kurz zu Thorak. Der ist Sag schon mal. Weg. Aber du kannst ihn noch hinterher sprechen. Ich wollte gerade sagen, ich wage gar nicht zu fragen, ob alle hinterherlaufen, aber lass mich raten. Warum gehen wir eigentlich... Wie sieht denn der Gang aus? Sehen die beide gleich aus? Es ist eine große Höhle halt eben, in der du dich gerade befindest, mit einer ziemlich, ziemlich großen, breiten Grube vor dir, in der was abgebaut wurde. Und die Straßen, die links und rechts loslaufen und an die Grube angrenzen, sehen beide exakt gleich aus. Rowena? Ja. Kommst du? Wenn wir hier nur rumstehen, werden wir nie irgendwas finden. Weder einen Ausgang für dich, noch irgendwelche interessanten Kräuter oder Pflanzen für mich oder einen Schatz für uns alle. Ja gut. Ich folge. Ja gut. Aber bitte sing nicht nochmal. Ich habe nur gesummt. Ich meinte dabei auch Barsch. Der hört uns nicht, der ist schon zu weit vorne. Oh, du glaubst nicht, was der alles hören kann. Vor allem, wenn er irgendwas nicht hören soll. Bini, höre ich das? Weiß ich nicht, Sinnesschärfe. Finde es selber heraus. Ich wusste eigentlich, dass du das so oft haben willst. Und doch... Gut, währenddessen, während Barsch da steht und überlegt, ob er gerade das hört, was er gerade hört oder nicht hört. Und nichts hört. Und nichts hört. Während Barsch einfach nur verstummt da steht, lauft ihr beide anderen. Er geht, ich gehe, ja. Ah, achso, du läufst also während du, okay. Ich dachte gerade, du bist einfach erstarrt, während du so. Nein, nichts. Keine Ahnung, warum ich gerade stehen geblieben bin. So lauft ihr denn alle drei weiter. Einmal
einmal, ich muss meine Karte, wie ich gerade feststelle, einmal umdrehen. So rum. Ah, oh, was ihr alles schon von... Nee. Einmal links und ihr müsst sehr lange laufen. Sehr lange laufen. Und mittlerweile ist es auch schon fast ein bisschen langweilig, denn um euch herum ist es einfach nur dunkel. Hier in diesem Teil von Bargosch wurde nicht daran gedacht, dass es möglicherweise toll wäre, überall Licht zu haben. Dementsprechend gibt es keine Schächte, die nach unten führen und euch Licht oder frische Luft bringen könnten. Und ansonsten ist nichts zu sehen, außer linker Hand von euch eben ewig währender Stein und rechts von euch ewig währende Dunkelheit. Und nach ungefähr 20 bis 30 Minuten des Laufens macht der Weg eine kleine Biegung und zwar nach rechts, folgt dann dem Stein und nach ungefähr 50 Schritten öffnet sich neben euch ein kleiner Nebengang, der nun allerdings nicht mehr so hoch ist wie die restlichen Straßen, auf denen ihr gelaufen wart, sondern der sehr klein ist. Immer noch übrigens für egal welche Maße, ansonsten in Aventurien, immer noch groß, aber nicht mehr so imposant wie vorher. Also hier scheint der Durchgang gerade mal läppische 3,5 Schritt groß zu sein und so 3 Schritt breit. Was ihr hier seht, ist eine sogenannte Gasse. Ah. Klingt logisch. Wohin führt die Gasse denn? Nun, das werden wir sehen, wenn wir da sind. Ein Liedchen noch? Nein. Vor euch läuft übrigens die Straße weiter. Nur das nebenbei. Und ihr biegt ab. Fragezeichen, biegt die ab? Biegt die ganze Gruppe ab? Also stopp, also es geht noch geradeaus und... Ja, wie gesagt, Entschuldigung, genau, also ja, es ist das in der Wand hat sich eine Öffnung aufgetan. Ihr könntet also nach links abbiegen. Das ist keine Absicht. Das ist keine Absicht übrigens. Das ist kein Railroading. Die Karte sagt, das ist nach links, egal. Ihr könntet aber auch geradeaus laufen. Ihr könntet auch geradeaus laufen, aber wie gesagt, jetzt hat sich links eben noch ein weiterer Torbogen aufgetan und ihr könntet nach links abbiegen. Aus der Höhle raus. Stopp, links oder rechts jetzt? Links! Wieder zurück. Nein, ihr seid nach links gelaufen, ihr habt eine kleine Biegung nach rechts gemacht und dann... Okay. Richtig. Marsch, überleg kurz, als er an dem Dinger steht da. Alle anderen überlegen auch? Barsch. Ja. Wie viele Möglichkeiten haben wir gerade? Nun, streng genommen sogar 3. Wir können auch zurückgehen. Nein, zurück ist nicht. Nehmen wir einfach eine Münze. Dann lassen wir das Geld entscheiden, wo wir lang gehen. Was? Wir könnten drum würfeln. Oder wir gehen einfach links. Oder wir gehen einfach geradeaus. Hat jemand eine Flasche dabei? Ich habe einen Trinkschlauch. Meine Flaschen gehen so oft kaputt. Das ist wahr. Wir würfeln einfach und Roh wiederholt ein Würfel aus. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Es ist nämlich zurück. Aber... Na, zurück geht ja nicht. Also, ein sechsseitiger Würfel. Was sagst du, Torak? Unter 3 gehen wir geradeaus oder über 3 gehen wir geradeaus? Arsch hat mal gesagt, dass ich Menschen, die solche Fragen stellen, bei Würfeln nicht trauen soll. Ja, da hat dieser Barsch aber recht gehabt. Aber du kannst mir doch vertrauen. Barsch vertraut mir schließlich auch. Barsch hat auch gesagt, dass du das sagen würdest.
Ich gucke Barsch an. Böse. Barsch guckt mit gut gelaunter Miene zurück. Okay. Ich knie mich hin. Unter 3 gehen wir nach links und über 3 gehen wir geradeaus. Drei. Oh, eine 1. Was? Es ist eine 2. Hab ich doch gesagt, wir gehen nach links. Ja. Wie die Väter schon immer gesagt haben. Sie hätte gar nichts anderes würfeln können und ich gehe gut gelaunt nach links. Barsch auch. Ich folge dem Barsch. Deinen Würfel einpacken, trattest du traurig mit hängendem Kopf in die nächste Dunkelheit hinein. Weißt du, was kann schon schief gehen? Was kann schon schief gehen? Es ist eher nicht, was kann schon schief gehen, sondern was bleibt mir anderes übrig? Ich hab ja keine Wahl. Weil mir das insgeheim doch langsam ein bisschen merkwürdig vorkommt, dass wir einfach so auf gut Glück durch diese Ruine stolpern. Und ich glaube nicht, dass alle Zwerge, die hier gewohnt haben, den Plan davon im Kopf hatten. Fange ich jetzt mal an, unauffällig an den Wänden nach Hinweisschildern zu suchen, die ich hoffe, an den jeweiligen Ecken und Abzweigungen finden zu können. Will heißen, irgendwelche Runen, die Straßennamen sind oder sagen, hier geht's zum Gold? Faszinierenderweise findest du das gerade momentan nicht, vor allem den doch recht dringend benötigten Hinweis, wo es zum Gold geht. bleibt dir die Umwelt erstmal schuldig, aber dafür wartet sie mit mehr Stein und faszinierenderweise mit mehr Dunkelheit auf dich, denn dieser Gang ist gar nicht so lang wie schon der letzte und scheint eigentlich eher sowas wie ein Durchgang gewesen zu sein, während ihr also jetzt aus der einen großen Höhle, in der abgeschürft wurde und in der nach Erzen, Steinen oder was sonst für merkwürdigen Mineralien geschürft wurde, seid ihr jetzt scheinbar in einen Nebenteil der Höhle gekommen lauft durch einen scheinbar durch eine natürliche Höhle, denn sowohl Stalaktiten als auch Stalagmiten sind hier vorhanden und überall liegen größere Steine herum. Oh. Weißt du, Thorak, ich wäre auch eigentlich ganz gerne mal geradeaus gegangen. Aber das dürfen wir ja nicht sagen. Links von euch seht ihr eine unglaublich. Links von euch, Entschuldigung, seht ihr eine unglaublich große Felsformation, die sehr, sehr breit ist. Und scheinbar sowas wie ein kleiner Hügel. So ein kleiner Hügel in der Höhle quasi ist. Schaut doch, wie schön es hier ist. Ich fand, das war eine gute Idee, dass wir hier lang gegangen sind. Barsch, da vorne auf der linken Seite ist etwas. Es ist immer links. Es ist immer links. Ich würde es mal näher angucken wollen. Was hast du gesagt, Rowena? Ich sagte, dass es eine gute Idee von mir war, hier lang zu gehen. Was deine Idee? Von dir? Ihr habt euch ja nicht entschieden. Es stand schon fest, bevor du gewürfelt hast. Wenigstens einer von euch fängt auf einmal an, hochzuschauen. Hört ihr das auch? Ist das ein Scheißerhaufen neben uns? Ihr habt den Eindruck, dass irgendetwas sehr Großes näher kommt. Ich renne zurück. Den Weg, den wir gegangen sind. Und zwar instant. Lass mal irgendwie Decke über sich bringen. Barsch? Lass doch die Fackel hier! Es ist kein Stück! Ihr steht im Dunkeln, während hinter euch die Fackel wegläuft. Wir wollen nur kurz hier vorbei. Wir machen auch keinen Stress. Ungefähr einige Schritte vor euch ist das, was sehr groß und sehr unheimlich aussah, stehen geblieben und scheint irgendetwas zu fressen. Was?
ich ergötze mich gerade, ich erhöre mich praktisch gerade an den Sounds. Ich will dich jetzt hier nicht alleine stehen lassen. Ihr beide steht gerade wie angewurzelt, absolut in der Dunkelheit rum. Was, ich kann ja immerhin mehr sehen als Barsch. Was kann ich denn noch sehen? Gar nichts. Es ist irgendwo hinter der Felsformation stehen geblieben. Okay. Barsch? Nun, ich habe ja sowieso gesagt, wir hätten da gerade auslaufen sollen. Es stand schon fest, bevor sie gewürfelt hat. Das ist immer wieder. Und Barsch geht weg. Barsch geht weg, ja? Weg. Bist du sicher, dass Barsch weggeht und nicht mehr zu nehmen? Wollte ich gerade sagen, ich muss das ein bisschen präzisieren. Barsch geht weg von dem Schmutzgeräusch. Okay. Und nicht weg von der Fackel. Ihr rennt los oder lauft ihr ganz normal? Wir laufen Eben. Ganz normal. Also ich laufe zumindest ganz normal. Was macht Thorak? Ja, auch. Ein bisschen leichtfüßiger als normal vielleicht, aber sonst sprintet nicht. Dann hört ihr hinter euch ein recht lautes Kreischen und was auch immer gerade erstmal von euch weggelaufen ist, kommt jetzt auf euch zu. Ach nö. Thorak! Ja? Es gibt Momente im Leben eines Zwerges. Lauf! ihr sprintet also los. Besser spät als nie, würde ich sagen. Ja, ne? Auf den Gang zu und als ihr in dem Gang drin seid, merkt ihr, dass genau am Eingang des Gangs, genau zum Eingang des Gangs, dieses Wesen jetzt steht und Barsch, du hast so genau vor dir ein unglaublich großes Wesen. Rowena ist schon recht weit weg. Und das Wesen auch. Ist es geschuppt? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal. Nee, ich möchte das nur wissen. Das ist nur eine allgemeine Frage. Es ist tatsächlich nicht geschuppt. Sieht aus wie ein Drache? Nein. Drachenähnliches Wesen? Auch nicht. Hat das Mundgeruch? Ja. Rowena ist auf jeden Fall eine Weile, also schon ein bisschen weiter weg. Trotzdem fallen halt die letzten Strahlen noch auf unglaublich große Fangzähne vor dir. Und du stellst fest, dass das Wesen vor dir, das sich jetzt gerade so nach unten beugt, zu groß ist, um durch den Gang durchzukommen. Ach so. Ja, dann bleibt Barsch ganz cool stehen. Ich dreh mich. Thorak! Ja? Oh, wieder! Nope. Ja, ich bin ja keine 2 Meter vor dir. Dreh mich ich um. Ich bin Barsch! Und Grinse. Du kriegst tatsächlich keine Antwort. Kann ich mir das Viech denn genau angucken? Ich brauche ja kein Licht, um zu gucken. Du hast vor dir. Du kannst es auch nicht so ganz genau sehen. Alles, was du siehst, ist ein unglaublich breiter Kopf mit tief liegenden schwarzen Augen, die blind ins Nichts starren. Und wie gesagt, in einem Kiefer, der so breit ist wie dein Kopf. Und das Ding passt dann nicht durch den Gang? Nee, es versucht sich so ein bisschen durchzuschieben, merkt dann aber, dass es nicht durchkommt und lässt deswegen von euch ab. Kann ich einen Stein nehmen und gegenwerfen? Ja, genau! Gute Idee! Super! Du kannst einen Stein nehmen und gegenwerfen. Sehr gut. Dann mach ich das. Okay. der Stein fängt an zu fliegen. Und was dann passiert, finden wir raus, wenn die Folge Pause vorbei ist. Denn ich wenn muss die Folge. Folge vorbei ist. Denn ich muss wenigstens kurz mal auf Toilette. Wir sind wieder da.
Alle außer Barsch, aber der hat sich gerade auch ein bisschen verabschiedet. War ja auch spannend. Da draußen alle, ich sehe euch. Mein Bart wird niemals glühen, der wird niemals untergehen. Unser großartig intelligenter Thorak tut das einzig Sinnvolle. Er wirft einen Stein. Wow, das war der beste Stein der Welt. Du wirfst ihn nochmal. Da. Du wirfst einen Stein auf die Kreatur vor dir. Und die Kreatur gibt ein sehr merkwürdiges, tiefes Gurgeln von sich. Und du hast es umgebracht. Und es versucht jetzt tatsächlich doch näher zu kommen. War Thorak nicht unser Tierfreund? Nein, keine Ahnung. Scheinbar nicht. Ich würde gerne eine Probe machen, ob ihm was gefallen hat vielleicht. Würfel mal auf Selbstbeherrschung, bitte. Weißt du, mich oder Thorak? Thorak. Thorak, ja. Muss etwas über das Tier herausfinden. Indem du es mit Stein bewirfst? Was hältst du denn dabei heraus? Habe ich geschafft. Magst du deinen Wert ganz kurz ansagen? Ja. Alle vier Punkte. Okay, alle vier Punkte. Hm. Alle vier Punkte. Weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid, ey. Das ist ja süß. Thorak ist in der Hut. Er ist ja sehr weit draußen aus der Hut. Mit seinen vier Punkten. Gut, dann merkst du tatsächlich nicht allzu viel, außer dass dir auf einmal kalt wird. Und zwar recht schlagartig. Barsch, du stehst da auch noch in der Nähe rum, oder? Ja, ich stehe, glaube ich, sogar noch ein paar Schritte vor ihm. Oh ja, dann würfel mal bitte auf Selbstbeherrschung. Gucken wir doch mal, was da mal rumkommt. 23 werden jetzt toll. Super, ich finde das auch großartig. Okay, das ist jetzt enttäuschend. Alle 7 Punkte noch über. Alle 7 Punkte noch. Ja, ich habe eine 9, eine 5 und eine 13. Und ich hätte 14, 16 und 17. Dann stellst du fest, dass auch dir kalt wird und dass du den Eindruck hast, dass deine Haut langsam anfängt einzufrieren. Du merkst sogar, dass an sich an deiner Wange so kleine Eiszapfen bilden. Reichen mir die Daten jetzt aus, um zu wissen, was das für ein Tier ist? Ich würde gerne auch mal. Gibt es keine Möglichkeit, auf Tierkunde zu würfeln oder so? Ihr habt den wirklich starken Eindruck, dass Tierkunde euch hier gerade nicht allzu viel weiterhilft. Das ist ein Monsterkunde. Was? Was? Also ihr seid kurz davor eingefroren zu werden von dem Vieh und ihr fragt euch, was könnte das wohl sein? Naja, kalt wird's. Es ist schon arg kalt, aber... Rowena! Nope. Also, ich weiß ja nicht. Rowena war ziemlich schnell und wird wahrscheinlich wieder an der Kreuzung sein. Das ist eine ganz blöde Idee, aber ich würde gerne den Versuch nochmal... ich würde gerne wissen, ob das wirklich wiederholbar ist und würde auch nochmal einen Stein werfen wollen. Auch du wirfst einen Stein und dann müsstest du bitte nochmal Selbstbeherrschung würfeln. Ich auch? Wenn du auch immer noch in der Nähe stehst. Ja klar. Das sind da noch 3 Punkte über. Wieder alle 4. Okay. Rowena, du bist ja komplett zurückgelaufen. Aber sowas von. Du kommst am Ende des Tunnels an und hast wieder rechts und links halt eben die große Straße mit den 4 Spuren vor dir. Und du weißt, nach rechts geht's halt eben, ja, du könntest halt durch den kompletten Holzgang durch. Nee, ich warte quasi da, wo diese Gasse rauskommt. Da lehne ich mich erstmal an die Wand und atme durch. Und lausche nach irgendwelchen Geräuschen, vielleicht Schmerzensschreie von Zwergen oder sowas. Okay, dann... Barsch.
Du hattest gemerkt, dass deine Haut, wie gesagt, langsam anfängt, kristallin zu werden. Du stellst gerade fest, dass sich das unglaublich stark verschnellert hat. Also auf einmal bilden sich sogar größere. Vorher waren es nur so ganz kleine kristalline Strukturen und jetzt auf einmal wird es immer größer und zwar sehr schnell. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Beginnt mein Bart zu frieren? Ja. Borg, wir sollten gehen. Aber gerade können wir es so gut. Was ist, wenn wir das nächste Mal so ein Tier treffen? Thorak, dieser Bart! Thorak, auch bei dir fängt das übrigens an, dass sich kristalline Strukturen bilden. Bei dir ist es allerdings am Unterarm und du hattest sie am Anfang noch nicht bemerkt, weil du damit zu tun hattest, die Kreatur vor dir mit Steinen zu bewerfen. Aber genau, das verschnellert sich jetzt auch unglaublich stark. Und du stellst fest, dass deine Haut sich anfängt zu dehnen, weil sie damit Probleme hat, eben diese schweren Eiskristalle, die sich an deinem Arm unglaublich schnell bilden, zu halten. What? Ja, dann würde ich noch einen Stein vom Boden aufheben und ihn auf Barsch werfen. Nein, um damit diese Eiskristalle abzuschlagen, damit die nicht zu schwer werden. Und dann auch ein paar Schritte zurückgehen, bis ich in einer sicheren Entfernung stehe. Dann mach mal bitte, Arsch, komm da mal weg. Ich bin schon lange weg. Ich hab's doch gesagt, ich gehe. Okay. Ja, zu dir müssen wir. Ihr müsst beide erstmal Körperkraft machen. Ihr habt gerade Körperkraft nicht eingeben. Stärke. Körperkraft. Wow! Das Lol. Ist jetzt. Das ist jetzt lustig. Also, Barsch hat eine Körperkraft von 17. Das heißt, die Chance da zu verhauen ist relativ gering. Und um wie viel hast du verhauen? Großartig! It's a 19. Eine 19? Oh. Ja. Ich sag halt. Ich hab eine 2 gewürfelt. Ja. Das ist dumm! Man könnte auch sagen, blöd. Es wäre auch fast möglich zu sagen, voraussehbar, aber ich will mal nicht so hart sein. Das ist gemein. Ich meine, ihr wart diejenigen, die Steine draufgeworfen haben, ja? Und quasi jegliche Gefahren ignorierten. Gut, dann versuchst du nach hinten zu laufen, stellst aber mit wachsender Panik fest, dass deine Beine sich nicht bewegen lassen. Es geht nicht mehr, denn sie sind unglaublich schwer geworden. Und du merkst, dass dir rapide kalt wird. Okay. Aber ganz kurz, Thorak, du willst einen Stein aufheben? Ja. Du beugst dich nach unten und willst einen Stein nehmen und in dem Moment, wo du aufstehen willst, stellst du fest, dass es kein Aufstehen mehr gibt. Was hätte ich würfeln müssen, damit ich das schaffe? Die ernste Antwort ist, zwei Steine, bevor du geworfen hast, weggehen. Wofür war da der Wurf gerade? Das war nur so rein prophylaktisch. Nein. Das sollten wir beide verkacken. Na gut. Ja, dann mach ich nichts. Ich hab auch gewürfelt. Du hättest Glück haben können, ehrlich gesagt. Ich glaube, Rubina kommt nicht wieder, also sterben wir jetzt hier. Kurze Frage. Ich kann mal meine Arme noch bewegen, ne? Du kannst deine Arme momentan noch bewegen, ja. Gut, dann will ich das einzig Richtige in diesem Moment tun, würde meinen Schnaps von der Seite nehmen und den trinken. Barsch, ich kann nicht mehr aufstehen, ich kann mich nicht mehr bewegen und ich glaube auch nicht, dass Rowena wiederkommt. Wir haben ein Problem. Na, logischerweise müssen Prioritäten gestellt werden und deine wurden gerade aufgestellt. Während du die Axt, die neben dir steht, komplett ignorierst, trinkst du lieber deinen Schnaps. Ich bin gewillt, dir eine Zechenprobe reinzudrücken. Ach komm, ist okay. Nimm ich mit. Du nimmst so einen tiefen Schluck und es brennt. Er brennt immer noch. Was sind wir warm.
Ey, kann ich denn meine Hände noch bewegen? Das ist jetzt eine Frage, die du auf psychologischer Ebene beantwortet haben möchtest oder auf physikalischer, auf psychologischer Ebene. Ein bisschen wärmer. Kann ich meine Beine wieder bewegen? Metatechnisch auf physikalischer Ebene eher nicht so. Okay. Nochmal, Entschuldigung. Thorak? Kann ich denn meine Hände noch bewegen? Du kannst deine Hände noch bewegen, ja. Du kannst gerade nur nicht mehr aufstehen, weil sich das Eis auf deinem Rücken ausgebreitet hat. Ihr habt übrigens den Eindruck, dass um euch herum alles leiser geworden ist und dumpfer wird. Obwohl sich das vor euch, riesige Schlund vor euch nicht wirklich nähert, weil das Monster immer noch verzweifelt versucht, sich irgendwie in den Gang hinein zu zwängen, habt ihr den Eindruck, dass das Atmen immer näher kommt? Bewegen kann ich mich nicht, das Einzige, ich hab noch meine Hände. Ich würde anfangen zu zaubern. Aha. Ich brauch dafür 5 Minuten. Großartig! Ich würde gerne sagen, dass wir... Ihr beide seid die Geilsten! Ohne Scheiß! Ich habe genau für 2 Sekunden gedacht, ey geil, das bricht den Blickkontakt ab. Wir sind gerettet, das wird was. Und dann kommt dieser Nachsatz in 5 Minuten. Ich dachte auch erst, oh wow, tu mal was Sinnvolles und dann... Um ihn herum entsteht Feuer in 5 Minuten. Habt ihr das gesehen? Was denn? Die Kerze ist ausgegangen. Boom! Mic drop! Könnte ich meine Arme bewegen? Mic drop! Du fängst an zu... Was willst du denn zaubern? Ernsthaft, es ist dunkel um dich herum. Du hast ein kleines Problem. Was willst du denn zaubern? Dunkelheit ist mir egal. Ich möchte gerne ein Erzelementar hervorrufen. Ah. Okay. Was möchtest du? Was musst du dafür machen? Okay. Weil ich ein cooler Geode bin, brauche ich sogar nur 2,5 Minuten. Wow. Nice. Das sind genau 2 Minuten, nachdem wir tot sind. Ja, aber immerhin. Hallo. Ich stehe am Eingang und rufe mal vorsichtig zu den beiden. Also, Stein. Übrigens. Ihr habt beide gerade gleichzeitig gesprochen, Dann mach erstmal Thorak. Ich brauche nur Steine in meiner Nähe und dann sammeln sich so ein paar Steine vor mir zu einem kleinen steinernen Männchen. Mm. Okay. Soll ich mal würfeln, ob es klappt? Ja, das wäre was, du. Lass du das würfeln? Nein! Also ich werde jetzt nicht sagen, dass ich den nach der Tollpatsch gewählt habe und ich eine 19 und eine 20 gewürfelt habe, oh, aber... Oh, fick dich! Ja, geil! Oh, ihr seid echt der Helden! Ich möchte nochmal das wiederholen, was ich im Chat gerade geschrieben habe. Wir werden alle sterben. Oh nein, bald ist es soweit. Ihr hört von weiter hinten Rowinas Stimme. Arsch! Thorak! Seid ihr tot? Noch nicht, aber bald! Ich habe inzwischen meine Hände auf dem Boden festgefroren, weil ich ja das Erz berühren musste, um den Elementar hervorzurufen. Vielleicht solltet ihr fliehen! Ist gerade etwas ungünstig! Warum seid ihr mir nicht sofort gefolgt, ihr Idioten? Brauchen vielleicht eine Hilfe. Sehr cool. Wie soll ich euch denn helfen? Mit Feuer. Komm hier hin und werf die Fackel auf das Vieh. Mach warm. Ich gehe zurück. Ich laufe zurück. Uns ist kalt ein bisschen.
Ich laufe zurück, bis ich die beiden sehe. Erstmal, Thorak, du kannst dich mittlerweile ja nicht mehr, gar nicht mehr aufrichten und auch kaum noch bewegen. Du kannst deinen Kopf noch ein bisschen von links nach rechts drehen und du merkst, wie du an deinem linken Arm, wie an deinem linken Arm deine Haut aufgibt und so langsam aufreißt, weil das Eis zu schwer wird und du hörst so ein leises matschiges Geräusch. ja, du rennst rein. Ich renne so weit zurück, bis ich die beiden sehe. Und wenn ich dann sehe, dass die... Guckt das Vieh dann immer noch? Guckt das die einfach an, oder was? Das versucht sich immer noch sehr panisch, oder nicht panisch, aber sehr gewillt in diesen Gang hinein. Und das fängt auch so an zu beißen. Ich leg die Fackel auf den Boden, nimm meinen Bogen und meinen Pfeil, will etwas Stoff um den Pfeil wickeln, den Pfeil anzünden und auf das Vieh schießen. Ja, dann los. Wenigstens also für den einen Pfeil hätte ich mindestens eine Doppel-1 auf Intelligenz gebraucht. Ja, du bist aber auch ein Tollpatsch. Das ist eine Lüge. Okay, ja, wo haben wir es denn? 19 und eine 20 würfeln. Wo haben wir es denn? Wie gut. Oh, was muss ich überhaupt dafür würfeln? Ich habe schon lange keinen Kopf mehr gemacht. Du möchtest eine ernsthafte Antwort darauf haben. Ja. Achso, oh, Entschuldigung. Also, du hast ja einen Attackewert, das heißt, du musst mit einem W20 unter deinem Attackewert kommen. Ah. Bogen. Ach ja. Ja, ausgezeichnet. Ich habe den Attackewert genau erreicht. Aber ich habe ja 7 Punkte da drin. Warte mal. Ich guck mal. Ich hoffe mal, dass du keine Erschwernis hattest. Was ich guck gerade. Ich meine, das Ding ist ziemlich nicht groß. Und irgendwo. Und ich hab Dämmersicht. Und er hat Dämmersicht. Ein Pfeil schwirrt durch. Ein brennender Pfeil. Wow. Ein brennender Pfeil, ernsthaft? Ja, okay. Wir sind dahin gegangen. Okay. Ein brennender Pfeil schwirrt durch die Gegend, trifft das Monster und tatsächlich zuckt es kurz zusammen. Und ihr merkt, dass ihr euch auf einmal wieder ein bisschen mehr bewegen könnt. Und ein bisschen was an Glas abgefallen ist. Wenn meine Beine mich dann tragen wollen, möchte ich weg. Aber männlich-zwergisch weg. Männlich-zwergisch weg. In der Situation ist das Wichtigste. du kannst dich noch nicht perfekt bewegen. Momentan ist halt eben alles um deinen Hals abgefallen. Deine Arme haben sich befreit. Aber deine Beine sind weiterhin festgefroren. Bei beiden? Bei beiden, ja. Ja, dann. Schieß nochmal drauf. Nachladen, aber diesmal mit einem normalen Pfeil. Okay. Ich würde dann, während Rovina mit den Pfeilen schießt, ihr könnt, müsst ihr ja jetzt können, Steine vom Boden aufheben und gegen das Vieh schmeißen. Das, weil das ja schon zweimal vorher gut funktioniert hat. Ablenkung! Es geht einfach nur um Ablenkung. Okay, ich habe gerade meinen Wurf weggeworfen. Und Rovina legt einen weiteren Pfeil ein und... Ja, ich treffe mit einer 5. Oh, du triffst. Das heißt, ein bisschen mehr Glas fällt ab. Und scheint einfach im Nichts zu verschwinden. Und tatsächlich könnt ihr eure Beine wieder bewegen. Nice. Ich hab ja gesagt, wir hätten gerade ausgehen sollen und Barsch geht. Weg. Ja, ich auch. Das stand schon fest, bevor sie gewürfelt hatte. Hätten wir sie mal nicht würfeln lassen. Klopft wieder einmal so auf die Schulter beim Vorbeigehen. Denk an die Fackel. Ich auch nicht vorbei. Ich stimm den Bogen wieder auf. Und folge den beiden laufen. Thorak, du musstest dir 9 Schadenspunkte aufschreiben. Und Barsch, du müsstest dir 10 aufschreiben.
What the fuck? Dann seht ihr mich, falls ihr mich anschauen solltet, seht ihr mich dann, wie ich auf dem Rückweg diesen Gang entlang an meinem Arm rumnuckele. Ja. Also so. Genau. Das war dann dein linker Arm. Dann so. Was tust du da? Ich nuschel irgendwas. Wenn wir jetzt nur einen Medikus dabei hätten. Ach, diese Kratzwunde. Für ein Wahnsinnswerk haut das sich um. Und als ich meinen Mund wieder von meinem Arm wegnehme, ist die Wunde weg. Geht das bei dir? Ja. Könnt ihr das aneinander rumnuckeln vielleicht auf etwas später verschieben? Ja. Gut. Völlig unbegeistert. Ich laufe relativ schnell halt weg. Warum rennt sie so? Keine Ahnung. Ist ein verrücktes Kind. Ich meine, es ist doch voll ziemlich dunkel hier. Nicht, dass sie noch fällt. Sie kann ja nicht so gut gucken. Ich hab eine Fackel. Sich sonst was brechen. Unverantwortlich. Rowena, nicht so schnell! Sonst brichst du dir noch was. Oder scheuchst du irgendwelche Tiere auf, die dich dann angreifen? Ihr seid nach links gelaufen. Gehe ich richtig in der Annahme? Wenn das alte Gerade war, ja. Das war das alte Gerade, ja. Ja, dann dem großen Gang entlang. Dann lauft ihr schnellen Schrittes diese Straße entlang und nach ungefähr 30 bis 40 Schritt kommt ihr an einer weiteren Abbiegung vorbei. Links von euch führt ein weiterer Gang in eine dunkle Höhle hinein. Dieser Torbogen ist allerdings ziemlich groß. Ist das Tor denn noch da drin? Es ist nur ein Torbogen. Ohne Tor. Jo. Kein Tor. War da mal ein Tor drin? Also gibt es irgendwie noch Scharniere? Du siehst auf jeden Fall keine. Ich geh mal weiter, ich befrag den Kaffee. Ja, ich gehe da mal ein bisschen vor mit der Fackel und leuchte so ein bisschen rein. Das ist ja unser einziger Weg, ne? Attacke. Nee, nochmal, ihr kommt an einer vorbei. Ach so. Signalisiert, dass weiterhin vor euch eine Straße entlang führt. Nur, dass ihr nach 50 Schritt an einer weiteren Abzweigung vorbeikommt. Abzweigung. Größer als eben, also. Welche Richtung geht die Wesentlich Abzweigung? Größer. Hä? Geht die Abzweigung nach links oder rechts? Nach links. Ja. Das ist okay. Also die letzte hat nicht funktioniert. Jetzt könnte es funktionieren. Die letzte lief auch nach links. Ja. Okay. Ich halte das für keine gute Idee. Wenn man bedenkt, was euch vorhin passiert ist. Ja, wir konnten ja nicht ahnen, dass Steine nicht Hallo bedeuten bei dem Tierchen. Das war einfach nur eine Fehlkommunikation. Außerdem hast du für Steine? Mit schnellen Bewegungen verschreckt. Und deswegen hat es uns angegriffen. Das war vollkommen natürlich. Tiere reagieren so. Ja. Ich hab es verschreckt. Wir haben es nicht mal gesehen, als ich gegangen bin. Es war nicht mal in der Nähe. Doch. Was? Also, außerdem, was für Steine? Ja, eben. Naja, den Stein in Torek auch das Tier geworfen hat. Du hast es dir mit Stein beworfen? Es wollte gehen. Es wollte gehen. Und du hast es mit Stein beworfen? Ja, ich wusste noch nicht mal, was es ist. Und darum bewirfst du es mit Steinen? Naja, sonst wäre es weggegangen. Ihr hört übrigens aus der Höhle vor euch ein bekanntes Geräusch möglicherweise. Vor uns? Nee, aus der Also der links? Ja. Ja. Ich renne weiter. Also nicht links, sondern geradeaus. Ja. Was machen die anderen? Ich hebe einen Stein auf. Nein, ich gehe
Rowena hinterher. Ich würde es Barsch zutrauen, dass er, ich so, Thorak auch, dass sie sich einfach noch einen Stein schnappen und sich denken, ah, vielleicht war es beim letzten Mal ein bisschen gereizt oder so, versuchen wir das Ganze noch Thorak, mal. Thorak? Ich drehe mich mit dem Rücken zu dem Torbogen, deute nach links und sage, links war schon immer eine gute Idee und gehe den Gang geradeaus entlang. Also, welchen Gang jetzt? Ich folge den anderen. Ah, okay. Also, ich gehe nicht, ich laufe. Ja, du bist auch die Einzige, die läuft. Alle anderen, also rennt, oder? Du rennst, meinst du? Ja. Während alle anderen laufen, ihr habt den Eindruck, vor allem Thorak, du hast den Eindruck, dass etwas hinter dir ist. Och nee, ja, ich laufe. Unglaublich. okay. Die überlegt sich gerade, wow, so einfach ist das. Nee. Das so einfach, das habe ich aufgegeben. Du fängst also an zu rennen. Ja. Okay. Barsch, Thorak rennt an dir vorbei. Was für eine Hektik. Ich würde mich mal nach hinten schauen wollen. Aha. Sehe ich was? Ja, im Schatten ist etwas sehr Großes hinter dir. Gut, den Stein, den ich hatte, schmeiß ich drauf und renne voraus. Oh nein! Es weiß eh, dass wir da sind. Okay. Das ist kein Grund, es noch mehr zu reizen. Ich weiß nicht auf das Vieh, sondern neben das Vieh, dass es denkt, also... Ne? Wie groß ist der Gang ungefähr? 3 Meter breit? Der, dem ihr gerade folgt? Ja. Ja, der ist so circa 6 Schritt breit. Oh, richtig unnötig, okay. Ja. Wups, da war das Atmen vorbei. Rip in Peace atmen. So, da ist es wieder. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es auf den Stein reagiert, da neben das Vieh gelandet ist. Hoffe ich. Nein. Ist das Vieh? Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, Barsch läuft auch. Also, okay. Er läuft schneller. Nein, okay. Lass mich das korrigieren. Er rennt. Oh. Du kannst, Moment. Rennen ist vielleicht ein bisschen hart. Er versucht zu rennen, was eher einem... Er rennt zwergisch. Er läuft nicht vor dem Gegner weg, sondern zieht sich taktisch nur zurück. Korrekt. Danke. Okay. Whatever. Das ist wichtig. Rowena, du siehst vor dir, dass es lange, lange keine Abzweigung nach links, keine Abzweigungen mehr gibt. Nach rechts könnt ihr ja logischerweise werden, weil ihr immer noch, wie gesagt, gerade am Rand der Erzmine, die eben rechts von euch liegt, entlang lauft. Dementsprechend gibt es keinen Weg. Machen wir es ein bisschen leiser. Dementsprechend merkst du, dass ihr sehr, sehr lange rennen müsst. Dann ungefähr nach 2 bis 3 Minuten, deine Seiten fangen schon ordentlich an zu brennen, siehst du vor dir einen sehr, sehr großen, einen sehr großen Torbogen, der so aussieht wie die letzten Torbögen, die ihr gesehen habt, diese Haupttorbögen, die halt jetzt eben quasi, du würdest schätzen, wieder geradezu in den Berg hineinlaufen. Ach, Gott sei Dank. Hier geht's durch. Vielleicht sind wir danach in Sicherheit. Laufe ich nach hinten und hoffe, dass die beiden mir folgen. Du siehst auf jeden Fall vor dir kein Tor. Au contraire, du siehst ein ehemaliges Tor, was kaputt ist. Wie die letzten schon. Aber vielleicht gibt's da Häuser, in denen man sich verstecken kann. Das könnte sein. Alle anderen sind... Wir ziehen uns taktisch Richtung des Torbogens zurück. Du merkst taktisch, dass das Vieh hinter dir näher kommt. Und du hast so einen unglaublich kalten Atem in deinem Nacken. Und du merkst, wie sich nicht nur deine Nackenhaaren, auch so dein Bart so ein bisschen aufstellt. Kannst du... Ich könnte meine Konstitution würfeln. Du kannst vor allem erstmal eine Athletikprobe würfeln. Zwerg, ey.
Rowena, du übrigens rennst also in diesen Gang hinein und du siehst, dass ungefähr 5 Schritt von dir entfernt linke Hand wieder so ein kleiner Eingang ist, der wohl wieder in so einen Eingangsraum reinführt. Ja, hinter. Okay. Du hechtest dorthin. Aber richtig. Und was macht deine Athletikprobe? Überraschende Weise. Das ist wirklich überraschend. Das ist sehr überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Du siehst, wie vor dir Rowena auf jeden Fall linke Hand in so einen Eingang hineinsprintet. Thorak, was tust du eigentlich? Kommt Barsch mit? Der ist hinter dir. Ja, aber der fällt nicht zurück oder sowas, oder, sondern der... Du müsstest dich umdrehen, um das herauszufinden. Dann würde ich mal über die Schulter gucken. Also auf jeden Fall würde ich nicht... Während du rennst und kurz nach hinten schaust, siehst du hinter dir Barsch, der mit so einer kleinen Staubwolke hinter sich um die Ecke gepäst kommt. Und Rowena verschwindet gerade im Eingang dieses kleinen Dorfwächterhäuschens. Dass das Vieh nicht hinterherkommt? Das wäre tatsächlich der Fall, ja. Das Vieh nice. Könnte nicht hinterherkommen. Und im letzten Fackelschein siehst du, wie genau hinter Barsch um die Ecke geschlittert. Ungefähr 6-7 Schritt großes Ungetüm auf dich zustürmen. Es läuft auf 2 Beinen und es hat unglaublich große Füße, die in knochenartigen Krallen enden. Die Haut ist mit so einem Glas oder so einem Eis komplett übersät, das aber so mit Adern durchlaufen ist. Und durch diese Adern scheint irgendeine schwarze Flüssigkeit zu laufen. Und du merkst auch, dass das Gebiss, also das aus dem Kopf, auf dem Rumpf quasi rauswächst, komplett nur aus Knochen und Eis ist. Und in den Augen, also die Augen dieses Ungetüms sind tief schwarz, gefüllt mit der Flüssigkeit, die du halt eben auch schon in den Adern sehen kannst, aber sie scheinen auf eine sehr merkwürdige Art zu leuchten. Und von ihnen geht so ein blauer Schein aus. Und du merkst, dass Barsch hinter sich tatsächlich so ein Nebel aus Eis lässt. Uiuiuiui, es wird kalt! Da vorne rein. Ja, und Barsch schlittert so um diese Ecke rein, wo auch die anderen schon rein sind. Dürfte ich Magiekunde oder Sagen und Legenden anwenden, um herauszufinden, was das für ein Viech ist? Wow, du könntest das versuchen, allerdings müsstest du harte Mali in Kauf nehmen, weil du gerade rennst. Und dann etwas sehr Großes hinter dir hast. Dann kann man nicht so gut denken, dass, okay, dann warte ich, ich versuche mir das einzubringen. In der Regel ist das tatsächlich so, dass wenn du panisch wegrennst. Ja, erstmal Sicherheit, aber ich möchte mir merken, wie das Viech aussieht. Du versuchst es dir zu merken, ja. Barsch? Du merkst, dass du springen musst, um zum Eingang zu kommen. Dann mache ich den Jumping Jack Flash. Okay. Dann gib mir mal eine Akrobatikprobe. Heute willst du es auch wissen, ne? Wie kann man eigentlich... Hey, ihr habt es sowas von verdient. Athletik, Akrobatik. Sowas von verdient. Du weißt, dass du mich gerade umbringst. Das ist dir bewusst, ja? Hättest du dir mal Gedanken darum gemacht, bevor du mit Stein auf das Spiel wirfst? Bevor ich würfel, möchte ich dir da draußen was Kurzes sagen. Ich bin ein Zwerg. Ich habe Akrobatik zusammen mit meiner Behinderung eine minus 5. Minus 5! Ernsthaft? Oh! Das ist ungünstig! Barsch kann besser tanzen als laufen. Oder? Ja, das ist doch. So, die Körperkraft, also Mutgewandtheit. Die Körperkraft hätte ich bestanden. So, das Gewandtheit haben wir auch noch bestanden. Ja, ist doch was. So, bei dem Mut bin ich jetzt
3 drüber, wenn wir jetzt dann, aber die beiden habe ich immer nur exakt bestanden, wenn wir das jetzt hochrechnen. Ja, minus 5, minus 5, minus 10. Ach, Bini ist überhaupt nicht so schlimm. Sind nur minus 18. Mach was draus. Gut, ihr seht, wie Barsch, also ne, du stehst ja so am Eingang. Rowena, du siehst, wie Barsch mittlerweile wirklich fast schon flankiert wird von diesem unglaublichen Ungetüm. Und wie es so sein Maul aufreißt und du siehst auf einmal in so einem blau-grünen Abgrund hinein. Und du merkst, dass Barsch es nicht schaffen wird. Er wird es definitiv nicht schaffen. Und du siehst ja so verzweifelt zu einem letzten Sprung ansetzt. Ich möchte versuchen, dem Vieh ins Maul zu schießen. Okay. Also ich schnapp wieder meinen Bogen, den habe ich ja sowieso noch in der Hand. Ha? Also Fackel in einer, Bogen in der anderen, Fackel wieder fallen lassen und dem Vieh ins Maul schießen, in der Hoffnung, dass es zurückschreckt. Das ist jetzt böse, ne? Aber das wäre eigentlich ein perfekter Cliffhanger jetzt. Also wenn ich jetzt so bei RTL arbeiten würde oder so, würde ich jetzt hier die Folge cutten. Du weißt noch nicht, was kommt. Ach du Scheiße. Du setzt an. Und zielst einmal und du merkst, wie so Schweiß dir langsam übers Gesicht rollt und wie deine Augen anfangen, so richtig wässrig zu werden. Thorak, übrigens siehst du das Ganze auch. Ich habe den Überblick verloren. Wo befinde ich mich denn gerade? Du siehst, du stehst gerade im Torbogen drin, in diesem kleinen quasi Eingang zum Haus. Diesem kleinen Torwächterhaus. Und du siehst halt, du hast dich halt umgedreht, weil du in Sicherheit bist. Und du siehst halt, wie Barsch, wie gesagt, gerade so in der Luft schwebt. Und du merkst, dass der Sprung nicht mehr ansatzweise weit genug ist. Wie viele Sekunden habe ich denn... Hätte ich noch so 20 Sekunden bis... wirklich schlimme Dinge... Nein! Stopp. Du hast doch im Durchschnitt 0,5 circa. Warte, lass mich das kurz beschreiben. Da habe ich aber nicht viele Sachen, die ich machen kann. Bora, kurze Frage. Ich springe gerade und wenn du guck mal auf die Kamera. Das Monster ist ungefähr hier! Ich brauche nur 5 Minuten! Gib mir 5 Minuten! Auszeit! 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 Kurze Beratung! Mit einem lauten Krachen trifft Barsch auf dem Boden auf und er ist jetzt, er schlittert so direkt auf euch, wie Superman so, auf euch zu und ist so ungefähr in Armlänge von dir, Thorak. Ja, dann würde ich ihn jetzt gerne greifen und da in das Vortorhaus ziehen. Magst du mal eine Körperkraftprobe machen? Die ist allerdings erleichtert um 4, weil Barsch schlittert. Er hat auch Schwung. Mein Bart ist geölt. Rowena? Geölt, jawohl. Er zieht so eine Ölspur hinter sich her, die ich anzünde mit einem Pfeil. Oh. Ja, bestanden. Ich habe 16 Punkte übrig. Um wie viel? Warte, 2, 3, um 4. Um 4, okay. Ja. Dann heißt das, dass du einmal schießt und du siehst, wie unglaublich so in Slow Motion der Pfeil sich von der Sehne löst, die so richtig anfängt, neben dir ein wunderschönes Lied zu singen. Und wie der Pfeil direkt auf dieses unglaubliche Ungetüm zufliegt und im Rachen des Monsters verschwindet. Thorak, du hast dich so ein bisschen nach unten bewegt. Nimm meine Hand! Packst Barsch an seinen Fäusten, die auf dich zukommen. Ich hab ja eh die Fäuste. Und du machst so einen Schritt zurück, um ihn halt durch den Torbogen in das Haus reinzuholen. Und Rowena, du siehst vor dir, dass das, oder du hörst vor dir, dass das Monster einmal nochmal so einen Schrei ausstößt und so ein bisschen zurückgeschleudert wird. Und dann ist Stille hinter dir. Und das Einzige, was du hörst,
hinter dir, während du einen kurzen Schnaufer auslässt, ist ein leises, verwundertes Oh von Thorak und dann merkst du, wie du in einem unglaublichen Affenzahn dich auf einmal nach unten bewegst. What? Und das ist das Letzte, was du mitbekommst. Mit einem, mit einem hölzernen Knirschen übrigens über dir, unter dir. Are you fucking serious? Ich hab dir immer gesagt, Rowena, du musst dringend abnehmen. Ich kann kaum glauben, wie ihr das alles nur auf mich schiebt. Wir schieben nichts auf dich. Das würde bedeuten, wir wären schuld. Das war's, liebe Kinder. Wie, das ist jetzt echt gewesen? Ja. Das ist ein Scheiß. Also würde ich bei RTL arbeiten. Wie war das vorhin? Ja, aber das ist jetzt schwarz. Aber ich finde es schön, wie wir falten. Das Letzte, was man hört, ist eben dieses, du hättest abnehmen sollen, Rowena. Ich finde dafür keine Worte für euch beiden. Ich finde dafür einfach keine Worte mehr. Es ist unglaublich. Ich kann dir helfen. Grandios, ja. Einzigartig. Ja, grandios. Ja, ja. Lass mich kurz sagen, es war heute grandios, schön. Gott, ich muss was machen. Ich muss euch so ein bisschen was, echt. Ich kann alles euch gut. Nicht jeden Scheiß durch. Oh. An denjenigen, der jetzt den Daumen runtergegeben hat, wahrscheinlich von dem Cliffhanger. Ich hab gesagt, das mit dem Monster wäre der bessere Cliffhanger gewesen. Was? Ich mochte den. Ich mochte den. Ich mochte das. Das waren wieder ein paar schöne Momente dabei. Ja. Alles auf der erinnerungswürdig. Schön. Erinnerungswürdig auf jeden Fall. Und bald ist es nicht mehr in die Wand, sondern in das Loch. Eieiei. Oh, Kinder. Wahrscheinlich hört man aus diesem Loch einfach nur Rowena. Ich hoffe, auch ihr da draußen hattet Spaß. Und so weiter und so fort. Wenn dem so war, wäre es natürlich schön, euch nächste Mal wiederzusehen. Wann das sein wird, werdet ihr wieder feststellen. Es knackt. Am Knacken. Ihr dürft auch einen Daumen nach oben geben. Ja, das kannst du sagen. Genau, das sag ich dann. Damit setze ich ein Zeichen gegen alle Daumen nach unten Geber dieser Welt. Das kommt von mir, nicht von Bienen. D-Rex, danke. Das ist schön, dass es ein großes Kino war. Auch wenn ich kleine Kinos mehr mag. Schaut euch echt auch die anderen Folgen an. Und klickt hier, 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 hier. Und auf Binis Gesicht könnt ihr... Gar nichts machen. Könnt ihr abonnieren. Jetzt alle auf dein Gesicht klicken. Das klingt komisch. Genau. Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. So, ich muss diese Aufnahme nun beenden und ich hoffe, dass ich nur auf diesen einzigen Knopf drücken muss. Wenn dem so ist, dann einen wunderschönen Restabend. Bis dann, wir sehen uns. Alle anderen dürfen auch nochmal Tschüss sagen, weil ich alle anderen immer abwürge, wie ich merke. Okay. Du hast uns in ein Loch geschmissen. Das macht's jetzt auch nicht mehr. Es ist ein geräumiges Loch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Es ist das schönste Loch der Welt. Tschüss. Frage wie